Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hi-Rise City, hier bei Heisenberg zockt. So, es hi-reist wieder, jetzt sehe ich aber gerade, echt jetzt? Ja, das ist hier auch schon wieder nix, die haben Verschmutzung und die hier unten, das wissen wir, das haben wir gestern noch gesehen. Ja, die leiden unter dem Hafenlärm wahrscheinlich. Also Bagger, das wären hier dann eher Plätze für Büros in dem Fall. Müssen wir gucken, dass wir die Wohnungen woanders hinkriegen, wir haben ja noch Platz, so ist es nicht. Und leveln wäre dann halt mal irgendwann natürlich noch wünschenswert, aber da sind wir noch relativ weit davon weg. Vom erneuten Leveln. Wir haben ja doch schon ein paar Level erreicht. Aber ich glaube, das letzte, was wir jetzt haben, das muss auch weg. Also ich glaube, dass es das letzte ist. Das müssen wir dann tatsächlich noch erreichen, diese 70.000. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, einmal Büros und dann haben wir hier hinten die Kollegen. Die müssen auch weichen. Schade, dass es da nicht irgendwie einen Knopf gibt, dass man die irgendwie insgesamt im Prinzip abreißen kann. Alle, die man sozusagen abreißen will. Weil beim Bauen geht's ja. So, gut. Da will ich aber auch sagen, wir machen hier gleich auch mal noch Büros hin. Weil wir brauchen sowieso welche, sieht man hier oben. Also von daher mache ich hier mit Sicherheit nichts Falsches. Hier gerne noch ein paar von denen oder auch nicht. Da machen wir mal ein bisschen Tempo, das können wir uns leisten. Wir haben 270.000 Einwohner, 105 Millionen. Wir können uns das beileibe leisten. Wir haben 1000 Glas, ach du grüne Neune. Wir haben aber keinen Stahl und keine Ziegel. Also fast keine im Vergleich. Das wäre jetzt hier eine Zahl, mit der kämen wir wahrscheinlich relativ schnell auf die 70.000 Investoren. Würde ich mal behaupten. Es mangelt an Fisch. Ach, auch noch. Ja, es mangelt wahrscheinlich bald wieder an allem. Jetzt wollte ich, wo wollte ich denn? Hier wollte ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was hinstellen. Machen wir mal. Oben die Anzeige ist weg. Aber jetzt fehlen wieder Leute, die hier arbeiten. Ist nicht wahr. Allen Ernstes. Aber die kann ich auch nicht hinstellen, weil da fehlt wieder Zeugs. Ziegel. Wie sieht es grundsätzlich, ich mache mal hier wieder langsamer. Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit der Ziegelproduktion? 71, da haben wir genug also Lehm. Das würde für mich heißen, da könnt ihr noch mal ein paar Ziegeleien installieren. Ziegelei haben wir. Einmal hier, einmal hier. Und dann haben wir hier die Ziegelei. Okay, mehr Ziegeleien braucht das Land. Vielleicht in der Nähe vom Lehm hatten wir hier oben. Irgendwo hier hatten wir doch Lehm. Oh, hier haben sie auch schon wieder Stinkzeugs. Das ist alles Lehm, glaube ich. Ja, dann können wir doch hier Ziegeleien hinhängen. Ohne Probleme. Hier gleich nochmal eine ganze Ladung. Weil ich werde jetzt wirklich hier klotzen. Weil... das Spiel möchte, dass wir klotzen, im Sinne dessen, dass wir jetzt solche Herausforderungen haben, dass wir eigentlich klotzen müssen. So, Straßenanschluss ist vorhanden. Da passt noch eins rein. Dann gehen wir hier mal aus dem Reiter raus. Ja, da haben wir zu weit drüber gesehen. Oh, come on, hier auch. Hier unten auch nochmal. Ja, wir sind da an die Grenzen gestoßen, wo wir da tatsächlich Wohnungen bauen können. Okay, wir werden mal mit dem Bagger kommen. Ist natürlich blöd, uns fehlen sowieso Leute. Und jetzt müssen wir hier noch irgendwelche großen Gebäude abreißen. Sagen wir mal so, ist nicht ganz ideal. So, und abgesehen davon ist das Abreißen nicht das, was Spaß macht, sondern halt das Bauen. Ihr ahnt, was kommt. Genau, hier hängen wir da Büros rein, damit wir gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendwann nochmal zu bauen. Wo war das? Hier auch schon? Ich glaube. Hier hinten ist immer noch grün, das muss auch weg. So, machen wir weg. So, hier mal noch ein paar große Büros. Ja, viel mehr geht nicht. Aber das geht noch. Und das hier hinten. Dann haben wir hier die Büros. Dann haben wir hier oben wieder noch was, was wir wegmachen müssen. Oh, ist halt schon ärgerlich, diese schönen Riesentürme. Es mangelt irgendwie an Lebensqualität. Zumindest bei den Leuten hier. Ganz klar auch Bürobereich hier. Man hat links und rechts, haben die sowieso Büros. Also ich weiß gar nicht, warum ich hier noch irgendwie Wohnungen reingestellt habe. Es gibt einen Mangel an Gemüse. Mal ja mal noch weg. So, hier die Zone bitte ebenfalls wegmachen. Dann du gehst flöten. Traurig, aber es ist halt so, die müssen weichen. So, du noch, dann haben wir die. Hier kommen sowieso Büros rein. Jetzt haben wir hier noch einen neuen Kandidaten, der weg will. Und... jo, hier oben auch noch. So, das sind halt auch eher Bereiche für Büros. Also Büroplatz haben wir tatsächlich ohne Ende. Der Wohnraum, der muss halt irgendwie ja ein bisschen besser kalkuliert sein, dass wir eben nicht überall dann diesen Käse haben. Aber ich glaube, jetzt habe ich sogar mittlerweile eine gewisse Routine.
würde ich mal behaupten, hier beim Abreißen. Funktioniert eigentlich relativ gut. So, ihn noch und dann haben wir es, glaube ich. Den machen wir auch noch weg. Sehr gut, da werde ich jetzt keine Büros hinsetzen, weil ich möchte zuerst natürlich jetzt wieder im Prinzip die Häuser zurückgeben, die wir jetzt geklaut haben. Hier unten ist auch noch was, ich kann aber gerade nicht, es wird gespeichert. Eigentlich schon an jeder Ecke tatsächlich, irgendwie haben wir Häuser, die weg müssen. So, weg, weg, weg. Und falls sich jetzt jemand fragt, warum reißt du die ab und guckst nicht, dass das Problem behoben wird, weil wir das nicht beheben können, das haben wir schon mal gehabt. Das ist eigentlich okay, das Ding. Schon mal gehabt dahingehend, dass wir wirklich alles gemacht haben, was man machen kann. Und wir hatten trotzdem den Effekt, dass die Leute halt reklamiert haben. Na, jetzt mal im Großen gucken, im Groben. Ist es, glaube ich, wieder okay. Jetzt haben wir so die Außenbezirke weggenommen. Und ja, jetzt scheint es wieder vernünftig zu sein. Kann ich hier Investoren pflanzen? Ich kann. Zwar hier unten gerne. Sind eh nur zwei. Dann machen wir hier ein paar normale, weil wir haben zu wenig Leute. So, wie eigentlich immer. Wir haben chronisch zu wenig. Hier unten sollte ich nicht mehr bauen. Ich kann ja den Filter natürlich aktivieren, dann sehe ich es. Hier einmal der Filter. Ja, hier unten müsste aber auch gehen. Ach nee, da haben wir den Krach. Den gefällt dann der Krach nicht. Haben wir den auf der anderen Seite schon mal gebaut? Hier oben ist er tatsächlich langsam Feierabend. Hier kommt dann die Verunreinigung. Hier vorne. Hier passt noch was hin. Machen wir doch glatt was hier hin. An Wohnungen. Und zwar, sagen wir das schon nochmal. Ich mache nochmal ein paar Ingenieure. Ein Feld kriegen wir hin. Dann kriegen wir hier nochmal ein Feld hin. Und vielleicht hier nochmal ein, zwei. Ja, das geht dann problemloser. Sind das hier Büros? Jawohl. Die Wohnungen hier. Sehr gut. Dann können wir nachher schnell gucken, ob die auch alles kriegen. Wahrscheinlich nicht. Und wie sieht es jetzt grundsätzlich aus bei den Ziegeln? Da haben wir ja vorher was gemacht. Oh, wir haben Edelsteine ohne Ende. Das wurde auch schon in die Kommentare geschrieben. Die können wir natürlich verkaufen. Nicht, dass wir müssen, aber wir können. Warum auch nicht? Traum haben wir auch ein, zwei, sehe ich gerade. Jawohl. Aber die Idee war ja, hier schnell zu gucken. Lehm, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir mehr Lehm. Das können wir aber nicht liefern, weil das, ja, wir könnten es importieren. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Also keine Quellen. Und hier die Produktion. Ja gut, dafür haben wir den Lehm gemacht, beziehungsweise dafür haben wir die Ziegeleien gemacht, damit wir eben den Lehm brauchen. Also das war schon richtig so. Es gibt einen Mangel an Fisch. Ja, an Fisch. Ich guck gleich mal. Kollege Fisch. Hier. Oh, und Wasser, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen haben wir da ein Problem, aber ich habe keinen Küstenabschnitt mehr. Die haben kein Wasser hier, haben die grundsätzlich keins. Oder fehlt eine Röhre? Es fehlt eine Röhre. Man lasse mich hier eine Röhre schnitzen. So, wenn wir hier schnell gucken. Ja, war sowieso genau hier. Also die kriegen Wasser, das ist kein Problem. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich Edelsteine handeln. Das müssen wir mal ordentlich reinhauen, denke ich, in Sachen Geld. Ja, hier schnell gucken. Hafen, öffne Handelsmenü. Wir haben hier noch einen Slot. Einmal den hier. Moment, aber allerdings würden gerne verkaufen. Edelsteine müssen doch massiv Geld geben. Hier, das waren sie. Sagen wir mal bis zum Lagerbestand von... Wie viele brauchen wir denn davon? So viele wahrscheinlich nicht. Sagen wir mal... 132. Okay, ich bin gespannt. Natürlich als Dauerauftrag. Ja, guck mal. Wenn da schon was verkauft wurde, dann... Das haut aber ordentlich rein. Da haben wir 5 Millionen gemacht. In der Woche. Gut, ist ja schön. Dann haben wir Geld, dann können wir nämlich auch was machen. Zum Beispiel nochmal den Hafen ausbauen. Weil ich würde gerne nochmal ein paar Slots haben. Die reichen eigentlich schon wieder nicht mehr. Ist denn das alles noch okay, was wir machen? Wir importieren Stahl. Wir importieren eigentlich das meiste. Wir unterstützen sozusagen die heimische Produktion mit den Importen. Außer hier eben die Edelsteine, die verticken wir. Ja, ich denke, so schlecht ist es nicht. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Glas. Beziehungsweise muss ich gucken, wenn wir importieren. Wo hatten wir das? Da steht leider tatsächlich nur, wenn man einen Slot frei hat, wie was wo. Oder steht es hier unten? Ne, hier steht es doch. Genau, die Mindestmenge, die wir behalten und nicht verkaufen wollen. Gehen wir hier mal wieder auf die 78. Also hier muss ich nicht höher, hier muss ich eigentlich weiter runter. Ja, sollen wir nochmal einen Hafen bauen? Die Frage ist halt, wohin? Wir sollten ja auch noch ein paar Fischer bauen. Und da haben wir ja auch keinen Platz mehr. Und ich werde jetzt nicht mit irgendwas umziehen, um ein, zwei Fischer hier hinzukriegen. Hier hätten wir schon noch überall Platz, aber wir haben halt die Straße nicht. Passt hier nicht ein Fischer rein oder hat er dann wieder kein Wasser? Nein, falsch. Er hier und dann hier der Fisch.
Es mangelt das an geht. Hier oben, da ist kein Wasser, aber das hier geht. Moment, wenn ich es richtig erwische. Hier einmal. Kein Wasser in der Nähe. Bis hier runter, das müsste doch gehen. Haben wir auch hier hinten keinen Platz? Keine Straße? Ja, da kriegen wir eine Straße aber runter. Das werde ich gleich mal kurz testen. Das Problem ist, ich möchte jetzt nicht wegen einem einzigen Fischer hier ewig lang rummachen mit einer Straße. Das ist irgendwie auch nicht zielführend. Aber wenn wir hier gerade so eine Möglichkeit haben... Ja, geht. Da kommen wir runter, dann ist der angeschlossen. So, gehen wir wieder zum Thema Fisch. So, schauen wir hier. Ja, da ist halt kein Wasser mehr. Und da kriegen wir auch keins mehr. Da müssen wir erst ein neues Stück Land haben. Und dafür müssen wir erst leveln, bevor wir das machen können. Ja, keine Straße. Überall keine Straße. Auch keine Straße. Hier können wir gar nicht bauen. Hier nochmal. Keine Straße in der Nähe. Kriege ich hier die Straße noch runter? Das versuche ich jetzt mal nochmal schnell. Das ist ein kleiner Bereich, das ist wahrscheinlich zu kurz. Ja, Entfernung zu gering. Schade, dass man das nicht einfach irgendwie so ein bisschen ziehen kann. Weil das können wir im Prinzip vergessen, das Ding. Kann ich das schon... Kann ich den Bau beenden? Aha, nee, nicht ausschalten, abreißen. Ja klar, Moment, dafür können wir den hier nehmen. Fischer. So, und schon ist er weg. Jetzt müssten wir aber wieder ein bisschen Ressourcen haben. Guck mal, die haben wir auch. Ihr ahnt, was kommt, genau. Wir brauchen Ingenieure. Drei Dingens hat es gegeben, weil da Stahl fehlt. Ja, okay, wir haben 120 Millionen. Ihr ahnt, was kommt. Wir werden nochmal investieren. Öffne Handelsmenü. Und zwar Stahl, Kauf. Das ist doch... Moment, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Die Mindestmenge der Ressource, die du behältst und nicht verkaufen willst. Oder bis zu welcher Lagermenge eingekriegt? Ja, eben. Also, da müssen wir hier aber im Prinzip ganz runter. Nee, wir wollen ja... Sag mal, es ist warm, aber das müsste doch trotzdem... die Mindestmenge der Ressource, die wir behalten und nicht verkaufen wollen. Ja, wenn die gering ist, dann verkaufen wir viel. Wenn wir viel haben, ist das klar. Als Grunddingens brauchen wir erstmal irgendwie ein bisschen Stahl. Selber in der Produktion. Aber wir, guck mal, jetzt haben wir 12 Millionen hier Umsatz. Wow. Okay, also vom Geld her können wir da tatsächlich auch nochmal was machen. Ich hätte halt gerne einen Hafen weiter. Ich finde, wir haben zu wenig Slots. Der war hier. Der kleine geht gar nicht mehr. Wir brauchen einen großen. Und hier halt wirklich eben umziehen mit irgendwas, finde ich nicht sehr sinnig. Weil die Sachen, die stehen schon nicht ohne Grund da, wo sie stehen. Wasserkontakt. Nee, geht nicht. Wir brauchen weiteres Land und dafür brauchen wir halt zuerst die Ingenieure. Der Steuer geht aber wieder ein bisschen rauf. Sonst hätte ich nochmal in einer einmaligen Aktion natürlich nochmal zugeschlagen. Wir haben 100 Stahl. Wenn wir hier schnell gucken. Wir haben halt hier das Bedürfnis, da gehen schon 64 weg für ein Feld. Das heißt, ich kann hier ein Feld machen. Zack, und schon sind die Ressourcen wieder weg. Schade eigentlich. Wir brauchen mehr Stahl. Wie sieht es denn mit diesen Schmelzkollegen aus? Wir haben doch da hinten auch nochmal ein bisschen was gemacht mit dem Eisen. 105, jawohl. Und hier 90, 85 Eisen genug und die Kohle. Okay, ich habe glaube ich die gestrige Folge der Großangriff der Köhlereien genannt oder sowas. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Richtig, nochmal ein Großangriff. Ja, Mine bringt nichts. Wir haben leider keine Vorkommen, außer genau dort, wo wir schon gebaut haben. Aber wir werden jetzt hier die Landschaft tapezieren mit Köhlereien. So gut, wie es irgendwie geht. Wo haben wir freie Fläche? Hier oben. So, einmal da. Ja, aber haben wir gerade was gemacht beim Fisch. So, Köhlerei, 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 Köhlerei. Ganz, ganz viele, weil wir müssen irgendwie an die Kohle rankommen. Weil sonst funktioniert die Stahlproduktion nicht, auch wenn wir Eisen haben. Bringt nichts. Die brauchen ja die Kohle eben auch. Ist mir immer noch zu wenig. Köhlerei. Ja, hier oben noch. So, da müssen sie natürlich mit dem Holz dann hier rauf. Aber das werden sie auch machen. Kann ich hier noch nach hinten? Ja, hier geht es halt dermaßen in den Berg rein. Da kann ich gar nichts mehr machen. Wir haben zwar die Landschaft. Ja, doch ein bisschen was bauen kann man da aber schon noch. Ich würde mal hier deswegen noch ein bisschen freilassen. Damit wir mit einer Straße noch durchkommen. Das wäre jetzt gerade die Überlegung gewesen. Hier unten haben wir auch noch Platz. Nein, aber hier, jawohl.
Ja, hier dann nicht mehr. Jetzt haben wir aber ich weiß nicht wie viele, also jetzt haben wir doch ein paar gesetzt von diesen Teilen. Hier müssen wir wieder ein bisschen aufpassen wegen der Verschmutzung. Es gibt einen Mangel an Gemüse. Jo, nicht, dass das darauf zieht, weil hier oben kommen dann natürlich überall noch Wohnungen hin. Hier könnte man noch ein bisschen was machen. Aber ich weiß nicht, wie sehr sich das dann ausbreitet. Da kommen wir zu sehr ins Gebiet rein. Vielleicht hier nochmal eine Straße? Ich kann ja mal gucken, kriegen wir hier eine Straße lang? Das muss ja nicht eine ewig Breite sein. Das geht schon mal. Und dann hier rüber. Aha. Nö, das ist nicht doof. Da ist dann irgendwie Kollege Steigung zu groß. So. Aha, das geht dann. Hier wieder runter. Das geht dann auch. Nach hier hinten. Da rein geht sowieso. Hier lang und dann da runter. Steigung zu gering. Dann haben wir halt wieder eine Sackgasse. Das ist ja egal. Das ist aber für die LKWs nicht ideal. Das ist klar. Aber zum Bauen geht's. Die LKWs müssen halt hier außen rum. Hier, machen sie eh schon. Weiß zwar nicht, wo sie hinwollen, weil hier haben wir noch gar nichts. Wasser fehlt noch. Ich würde trotzdem gerne zuerst die Köhlereien hinpflanzen, bevor wir was mit dem Wasser machen. Nicht, dass das vergessen geht. Bauen die mal hier unten. So, anders kommen wir nicht an Kohle ran. Ach klar, ja, Import, aber ich möchte natürlich nicht alles importieren. Das ist mir dann zu teuer. So, jetzt reicht's aber für den Moment. Jetzt haben wir hier Köhlereien ohne Ende. Die müssen aber erst gebaut werden. Aha, und hier oben fehlt Wasser. Das ist ein leichtes. Jawohl, da ist tatsächlich noch was vergessen gegangen. Beziehungsweise natürlich nicht vergessen. Wir wussten ja nicht vorher, dass dort noch was entsteht. Hier, die kriegen auch noch Wasser. Ob sie es noch brauchen oder nicht, die kriegen einfach. Da wird gar nicht gefragt. So, ich glaube, wir können noch mal ein paar Ingenieure machen. Beziehungsweise platzieren. Hier hinten, ein bisschen Platz haben wir noch. Ja, gibt immerhin schon zwei Felder. Und dann fehlen die Ressourcen. Gehen wir mal schnell schauen. Wir sind bei 13.000 von den 70.000. Ja, der Weg führt über Stahl. Wir sehen es. Und der Stahlimport, der schlägt halt drei. Wobei, jetzt haben wir ja dermaßen Geld. Aber ich kriege halt keinen weiteren Hafen mehr hin hier. Ach, ist ein Elend. Wir müssten viel mehr Stahl haben. Worauf können wir am ehesten verzichten? Sollen wir mal Getreide rausballern? Ja, brauchen wir halt auch. Wisst ihr was, wir ballern mal das Getreide raus und machen hier nochmal Stahl. So, nochmal 78. Dann müsste mehr Stahl reinkommen, kostet natürlich Geld. Weil wir sind dermaßen auf Stahl angewiesen. Hier haben wir sogar zweimal Kohle, damit wir den Import haben. Also von genug Kohle. Können wir vielleicht rausnehmen, wenn die Köhlereien vernünftig arbeiten. Sehen wir da schon was? Ein bisschen was sehen, weil man sieht aber auch, da fehlt immer noch einiges. Ach, wir hatten keine Straße. Ja, ich habe sie gebaut, Jungs. Wenn ihr den Bug nicht behebt, jetzt ist sie nämlich wieder da. Im Prinzip habe ich nicht mal was gebaut. Jetzt gerade, sondern das wurde einfach wieder repariert. Ach ja, kein Straßenanschluss. Ja, weil die Straße weg war wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Komm, irgendwo passte hier rein. Nicht? Sonst halt hier oben. Zack, dann hast du einen Straßenanschluss. Jawohl, dann ist nämlich auch die Meldung weg. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Wir müssen gucken, dass wir viel, viel mehr Stahl haben. Dann kommen wir auch irgendwie dann endlich an die Investoren ran. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Guck mal, wie putzig hier. Da haben wir noch ganz kleine Stufe 1 Häuser. Hier mitten in den Wolkenkratzern drin. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, haben die eigentlich alles? Ja, außer Textilien. Gut, dann müssen wir dort noch gucken bei den Textilien. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.